Ja, der W, der D und der Micha im Studio. Und wir versuchen, W-Songs in sowas hier zu verwandeln. Alles, was ich sage, hilft dir nicht einzuschlafen. Mike. Na, guten Tag. Tag. Was arbeitest du denn gerade? An einem neuen Glanzstück in der Geschichte von der W. Eine Akustikplatte. Und wir haben gerade aufliegen den ersten Song, den wir bearbeiten, Geschichtenhasser in einer neuen Variante. Und wie klingt das? Ich spiele es am besten mal vor. Total intim und anders, aber total geil. Ja, hier singe ich durch. Bisschen ungewohnt alles für mich, so ganz ohne Vollgas vor dem Mikro zu sitzen. Aber es macht auch total viel Spaß. Hier spielt Dirk Gitarre. Ja, oder er isst Banane. Charlie wie Banane. Ja, hier nehmen wir akustische Gitarre auf. Im Moment mit einem Slate Digital ML1 Mikrofon und in einer MS-Anordnung gepaart mit einem C800 von Sony. Das heißt, es ist eine Stereoaufnahme. Zusätzlich, weil wir noch offen lassen wollen, wie es klingen soll, haben wir noch zwei Schöps-Mikrofone MK4 in Nierencharakteristik. Und wenn wir auf Gesang umswitchen, haben wir hier ein herrliches Bändchenmikrofon von AEA. Das ist ein richtiger Koffer. Das ist ein richtiger Koffer, richtig schwer und klingt total fantastisch. Sehr, sehr natürlich, basslastig, intim und genau das Richtige für die Anwendung, die wir gerade haben. Dirk, sag doch mal, was macht ihr denn so? Ja, akustische Gitarre spielen wir. Und zwar nicht zu wenig. Nee. Tut auch schon weh. Ja gut, ich glaube, wir dürfen jetzt auch verraten, dass wir jetzt so 10-12 Tage im Studio sind. Ja. Ja, so 12 Stunden Tage. Dirk ballert die auf der Akustikgitarre durch. Wir alle bewundern seine Hände, wie die das durchstehen. Wer schon mal so Stahlsaiten auf einer Akustikgitarre, so 12er Saiten angefasst hat, der weiß, glaube ich, wovon wir hier reden. Also Respekt, Dirk. Wir haben jetzt schon ein paar Songs aufgenommen und wie geht es sich an? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also viel. Ich dachte schon, dass es gut wird, aber ich denke, dass es meine Erwartungen sogar noch übersteigt. Ist aber schon anders, ne? Ja, es ist anders. Aber es hat trotzdem, was man vielleicht sonst befürchtet bei Rockmusik, wenn das sich verwandelt, dass es dann halt irgendwie die Wucht verliert, die Strahlkraft. Und ich denke, das haben wir gut hingekriegt, dass es das nicht tut. Also da bin ich positiv überrascht, vielleicht ein bisschen oder ja, begeistert. Sehr schön. Das alles hier in der Regie zu machen, nicht weil es keinen Aufnahmeraum gäbe, aber irgendwie unterstützt es, glaube ich, diese ganze Intimität, die alles, was wir bisher hier gemacht haben,
transportiert. Oder Micha, sehe ich das falsch? Genau, das ist der Grund. Also es wird viel kommuniziert und viel experimentiert. Und wenn man hier so im engen Kreis zusammen sitzt, nicht getrennt durch Räume, ist es natürlich vom Handling viel einfacher. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das so zu handhaben. Und es funktioniert eigentlich wunderbar. Müssen wir ein bisschen diszipliniert verhalten, nicht so laut auf der Maus rumklackern. So verquetscht auch. Und weniger niesen, husten. Aber nee, funktioniert super. I love it. Best Bass Guitar.